Das erste Stück der CD hat den Titel Pfennig-Tango und die Frage, ob das tatsächlich ein Tango ist, die wollen wir gar nicht klären, sondern wir wollen sie eher den Musikwissenschaftlern dieser Welt überlassen. Ich finde die Stücke bei den Taschenhymnen, die schieben einen einmal so quer durch alle Lebensintensitäten. Der Titel von der CD Taschenhymnen bringt die Gegensätze auch in unserer Musik zur Geltung zwischen der Tasche, diesem alltäglichen Gegenstand, und dem Hymnus, diese Ewigkeit, der eigentlich für die Ewigkeit geschaffen ist. Praktisch die Hymne zum in die Tasche stecken. Wir haben die Taschenhymnen ganz anders aufgenommen im Studio als die anderen beiden CDs. Und zwar hatten wir Publikum mit dabei. Und das war sehr, sehr schön, weil dadurch eine wunderbare Dynamik zwischen uns dreien entstanden ist und natürlich auch zum Publikum. La Rona ist das einzige Stück im Dreivierteltakt, ein Walzer, und der beginnt erstmal in Moll, und wenn dann das Cello das Thema übernimmt, wird das Thema in Dur umgewandelt und kommt dann aber wieder zurück zum Moll, und das Stück ist eigentlich ein ständiger Wechsel zwischen der Leichtigkeit des Dreivierteltaktes und auf der anderen Seite der Schwere der Mollharmonie. Da wir uns ja keine Vorgaben für die CD gesetzt haben, entstehen die Stücke einfach aus dem Moment heraus, aus der momentanen Stimmung, und werden dann weitergesponnen und vor allen Dingen auch in der Probe zwischen uns dreien weiterentwickelt, arrangiert, und so wachsen sie langsam Stück für Stück. Die Platte nimmt dann eine Entwicklung hin bis zu einem sehr nachdenklichen, nach innen gerichteten Teil, und das ist, glaube ich, auch eine neue Qualität dieser CD, dass man wirklich in den letzten 6 Stücken quasi richtig eintaucht in diese, in die Tiefe und in die Nachdenklichkeit der Musik. Was bei den Taschenhymnen auch neu ist, ist, dass ich erstmals auf einem anderen Cello gespielt habe, auf einem Basscello, was noch eine 5. Seite hat und was mir noch komplett neue Dimensionen an Klang eröffnet hat. Vor allen Dingen in der Tiefe, also im Bassbereich, in der Bassfunktion, als auch was so experimentelle Klänge betrifft. Bei dieser CD
mir wieder aufgefallen, dass wir eigentlich was ganz Handwerkliches machen. Also in der Zeit, wo wahnsinnig viel über Computer gemacht wird, sitzen wir einfach zu dritt da, ohne elektronische Verstärkung und spielen unsere Instrumente im Studio. Und ich finde, es ist was sehr Antiquiertes, aber irgendwie auch was Tolles. Wir spielen ja auch bewusst mit dem Paradox, dass unsere Hymnen keinen Text haben, sondern wir möchten, dass die Inhalte unserer Taschenhymnen direkt individuell beim Hören entstehen, beim jeweiligen Zuhörer oder bei der jeweiligen Zuhörerin.